Herzlich willkommen zu den beiden. Wir testen für euch den Monster M3 Extra Strength aus Japan, glaube ich. Müsste Japan sein. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, der wurde in Japan released. Wir können ja, ich glaube, das sind Kanjis. Ganz normal, also Japan. Ja, der sollte aus Japan sein, da freue ich mich drauf, weil ich bin ja Japan begeistert. Richtig. Er ist sehr begeistert, was Japan angeht. Aber die haben, das ist immer süß bei denen, ja? Die haben teilweise wirklich sehr, sehr kleine Portionen. Weißt du noch diese... Das war bei den Vietnamesen die irgendwie anders gewesen, das waren ja auch kleine Dosen. Aber das ist ja wirklich in so einer Glasflasche, ist es auch oftmals in Japan so und vor allen Dingen so eine kleine Portion, ja? Das ist ja ein Shot, mehr oder weniger, ne? Ich hole mir mal einen Energy Drink und... Was halt auch geil ist, ist hier auf dem Deckel das Monster M. Natürlich, die Schrift sieht auch entsprechend dann ganz geil aus, ne? Ich glaube, gefüllt wurde diese Dose im April 2019. Und vor allem auch hier an dem Glas, da diese Graffierung. Achso, ja, diese M's, ne? Genau, also ist entsprechend schon 2 Jahre drin und jetzt öffnen wir den ganzen Jauch einfach mal. Also ich denke mal, die wird relativ süß schmecken, weil bei den Japanern, also wenn es denn aus Japan ist, bei denen ist alles immer sehr, sehr süß. Boah, Alter! Ich finde, es riecht nach Medizin. Ich brauche nicht mal rangehen. Boah, pfiuh. Riecht wie ein klassischer Monster. Sag mal. Das nehmen wir nicht in unseren großen Test mit auf. Der nur ein bisschen intensiver, finde ich. Das riecht wie der Megamonster. Ja. Weil, also Megamonster ist ein ganz normale. Ja, einfach ein Monster mit ein bisschen mehr Kick, ein bisschen mit mehr Schuss. Boah, sieht aus wie... Aber die Portion ist süß, ja. Alter, wie das leuchtet. Ja, schon heftig, ne? Alter. Die war sehr farbintensiv. Rudi Möller. So. Gibt's ja auch noch in einer größeren Flasche, ne? Aber jetzt haben wir hier die 02, schätze ich mal. Ich denke auch, dass es 02 sind. Ich schätze auch, dass es 02 ist. Weird. Ja, süß, ne? Aber, ja, aber nur, auch mit einem würzigen Geschmack, finde ich auch. Ja, aber nicht wie das, nicht so, also es raucht ja 1:1 einfach wie der Deutsche, nur extrem süß, ja. Aber ich finde, es schmeckt nicht wie der Deutsche. So im Nachhinein, Zuckerfilm, aber ich finde auch irgendwie, dann merkst du eine gewisse Würze. Ja, okay, doch. Also nicht stickig, aber schon. Interessant, ja. War's. Also er schmeckt auf jeden Fall schon nach einem normalen Monster, aber anders irgendwie. Wesentlich süßer. Ja, aber dadurch geht der Eigengeschmack auch runter, finde ich, ein bisschen. Mhm. Nicht komplett, also du schmeckst schon was, aber der Eigengeschmack geht durch. Aber der ist ordentlich süß, ey, boah. Ja, safe. Wir waren damals von den Mutant, waren wir ja schon übelst schwummrig, als wir die getrunken haben, weil die auch quietschig süß waren, ja. Boah, Junge. Das war heftig, ja. Ich glaube, deswegen ist die Portion auch so klein, weil die halt, ich finde, die ist wie Zucker. Irgendwie. Ich glaube, es ist so eine Art Shot, weil wie gesagt, es gibt den ja noch größer. Ich glaube, das ist so selber Effekt auf weniger Zeug. Ja, entweder wirst du halt dann wacher dadurch oder mit Alkohol. Das hat eine andere Wirkung, aber das könnte uns der Bierguru. Ich wollte gerade sagen, Guru, melde dich bei uns bitte. Was der wohl gerade macht? Naja. Jetzt gerade? Der wird jetzt, der weiß ich nicht, ist eine gute Frage. Ich schätze mal, der wird. Du musst einen Schnitzel essen. Halben Hahn. Audio, yes, hier. Ich trinke jetzt erstmal meinen Krombacher. Ich streame heute auch nicht mehr, weil da habe ich keinen Bock mehr zu. Ja. Erstens ist es spät und zweitens habe ich keinen Bock mehr. Ich habe dann noch, als ich nach Hause kam, noch Feierabend was im Garten gemacht. Jetzt habe ich halt das Hähnchen und Pommes gefressen. Bin ich so voll gefressen. Jetzt geht's mittlerweile wieder, aber vorhin habe ich gedacht, ich gehe erstmal schlafen, aber das ist dann auch wieder eine dumme Idee. Ja. Ja, was würdest du dem Produkt. Mir ist eine Bewertung wieder vergessen. Geben. Ich würde eher einen normalen, einen klassischen Monster bevorzugen. Ja, ich würde sagen, muss ich ehrlich gestehen. Ich würde sagen, pass auf, ich gehe da jetzt folgendermaßen vor. Das Ding ist, das Scheißding schmeckt nicht schlecht, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist halt quietsche süß. Ja, und dadurch, dass es so süß ist,
geht der Eigengeschmack verloren. Genau, richtig. Das Ding ist, es ist das erste Getränk, was gut schmeckt, was sie aber trotzdem schlecht bewertet ist. Ich gebe ihm eine 4. Obwohl es eigentlich für mich eine 6 bis 7 wäre. Aber ich gebe ihm eine 4, weil dadurch, dass es so süß ist und kaum Eigengeschmack hat, juckt halt gerade mein Ei. Ja, ich würde auch eher so zu so einer 4 Punkte tendieren. Ich wollte erst 5 sagen, aber dachte ich mir so, man, im Vergleich zum klassischen, das, also stell dir mal vor, davon hättest du 0,5 Liter, ja? Im Leben nicht. Never. Da wärst also, wir haben jetzt hier, ich schätze mal, das ist 0,2 oder sowas und wir haben es jetzt schon geteilt und ich finde, das war schon ausreichend. Sehr intensiv, ja. Das war schon ein Geschmackserlebnis seinesgleichen, ja. Ja. Nee, da würde ich mir lieber den normalen klassischen Monster holen. Richtig. Der ist nicht, der hat mehr Geschmack, mehr Pep, so. Ja, aber auf dieselbe Süße. Das kommt halt auch nicht so krass süß. Ja, ich wollte sagen, auf die Süße, sag ich mal, kommt halt noch der Eigengeschmack mit drauf, wo halt durch es halt runtergeht, weil viel Zucker hat er trotzdem ja auch, ne, aber. Halt, dadurch, dass der Eigengeschmack nochmal dazu, dass ich dazu kommt, merkst du das nicht so. Stimmt, das haben wir, den haben wir übrigens. Oh, warum vergesse ich das denn immer? Den haben wir zugeschickt bekommen von Marcel. Danke dafür auf jeden Fall. Also im Ernst jetzt, danke dafür. Danke, ja, ermöglicht es uns, dass wir für euch nochmal ein paar mehr Videos machen können. Ja, und ohne dass uns das was kostet. Also außer Nerven und Zeit. Ja, aber es waren zum Beispiel zwei schöne Videos. Erstes, viel, viel mehr. Vor allen Dingen auch dieses Monster hoch 3, ja. Auf dem Schriftzug, wofür steht das? Ist das dreimal so. So süß, dreimal so. Ja, das ist ja im Prinzip Monster Kubik, ne? Das heißt 3x3x3. Drei. Das heißt, es ist 9-mal so viel. 3x3 sind 9x3, 27 sogar. Ich glaube, ich stecke da gerade viel zu viel. Ich glaube, wir interpretieren da gerade viel ja, zu viel. Ja, aber wenn das vom Koffeingehalt her oder. Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, aber leider ist mir das nicht möglich. Ich lese hier nur 150 Milliliter sind da wohl nur drin. Okay. Das heißt, ich war gar nicht mal so schlecht mit 0,2. Konnichiwa, Minasan, Arigato und bis zum nächsten Mal, ne? Ciao, wenn ihr einen Vlog haben wollt, schreibt es in meine Eichel rein. Ciao. Oh. Mein Vater verprügelt dich gern mit Inline. Das sind die Kampfspuren. Ja, hat er mir erstmal mit dem Inline einen drüber gezogen hier. Eine Platzwunde habe ich noch. Beim Bärlau sammeln. Ich bin gestern am Bärlau sammeln und nochmal kommt dein Vater mit Inline und verprügelt mich. Ja? Kommt der auf Inline oder verprügelt er dich mit Inline? Sowohl als auch. Er hat ein paar Inline dabei gehabt, es ist Inline gefallen und euch in der Hand mich zu verprügeln. Wie oft hat er dich hier schon zusammengeschlagen? Boah. Ich kann es gar nicht mehr aufzählen, ey. Es ist wirklich jedes Mal, ja.